So Leute, jetzt kommt eigentlich etwas Dummes. Und das bin ich noch nicht ich, hallo. Nämlich, wir wollten richtig spät was zum Live-Action sagen. Wir sind natürlich wieder richtig spät dran. Aber bevor wir das tun, noch einen kleinen Nachtrag zu dem anderen Video mit der Organisation der Weltregierung. Ich hatte nämlich eigentlich eine Sache vergessen zu sagen, oder zumindest zu kurz. Und zwar, wenn man es jetzt vielleicht dann hier sieht, vielleicht kann man das dann einblenden. Goddammit. Wenn es nicht so eine blöde Auflösung hier wäre. Und zwar, hier gibt es nochmal eine ganz gute Chart. Das hatten wir in dem Video schon dazu gesagt, aber nur ganz kurz. Hier ist jetzt nämlich noch so komisch die Reverie drin. Und da würde ich eigentlich sagen, die passt da eigentlich nicht gut rein. Weil warum? Weil die Reverie kommt nur alle 4 Jahre zusammen und macht sonst eigentlich nichts. Wo ist die Reverie? Sie ist gerade gar nicht. Ach da. Mitten hier drin. Deswegen, also es passt eigentlich hier nicht so hundertprozentig. Und klar, die Reverie kann dann natürlich auch irgendwie der Marine was befehlen, wie mit den Seraphim und so. Aber sonst haben die eigentlich nichts zu melden und das ist ja eh eigentlich nur so eine Verarsche gewesen, so nach dem Motto. Und vor allem befiehlt die Reverie nicht Kong, wenn ich es mir mal so angucke. Das schon mal ganz und gar nicht, weil also Kong hat, glaube ich, mit denen gar nichts zu schaffen. Nee. Und den anderen vielleicht auch, aber naja, nicht wirklich. Dazu nur noch ein kleiner Nachtrag quasi. Und hier fehlt eigentlich die God's Knights. Die müssen eigentlich auch noch irgendwo reingeschmuggelt werden. Aber vielleicht sind sie noch älter hier. Ja, die God's Knights müssen rein theoretisch über den Celestia Dragons sein, aber unter noch den für Five Elders. Ja, genau, so müsste es eigentlich sein. Und außerdem kommen in die Five Elders nicht den 5 Weisen. Hä? Die Celestia Dragons kommen denen nicht die 5 Weisen. Ich glaube, es ist eher so von oben nach unten. Oder was meinst du jetzt? Naja, die Linie zwischen den Five Elders und den Celestia Dragons, die passt nicht ganz. Weil die 5 Weisen befehlen eigentlich den Weltaristokraten nix. So. Ja, das auch nicht, ja. Ja, deswegen, also eigentlich passt diese Linie überhaupt nicht da rein. Naja, die müssten eigentlich nicht verbunden sein, das ja, stimmt. Die müssen so getrennt sein. Eigentlich so wie links, aber halt nur so irgendwie mittig zusammenführen, dass sie halt zusammen sowas regieren. Ja, also wie schon letztlich mal gesagt, das ist eigentlich sind die ja, also eigentlich sind ja alle Weltaristokraten gleichmächtig so. Und dann, falls es dann irgendeinen Streit unter denen gibt, gibt es die God's Knights mit Garling und so, der dann Verräter bestrafen kann und so ein Kram. Und die 5 Weisen sind halt deswegen höher, weil die halt die wirkliche Politik machen. Ja. Deswegen. Und Imu ist, wie gesagt, also wenn die Weltregierung selber eine Hierarchieliste rausbringen würde, wird da Imu nicht stehen. Also von daher ganz schlimm. Und das hier ist allerdings richtig hier. Cypher Pole wird von den beiden befohlen. Und die Admiräle auch von den Weltaristokraten. Aber nur die Admiräle, Admiral nicht. Ach, keiner nicht, nee. Eigentlich nicht, aber theoretisch, ich meine, wir haben es im letzten Chapter gesehen, theoretisch geht's auch. Die dürfen eigentlich dürfen die allen befehlen. Machen sie aber halt in der Regel nicht wirklich. Ja. Und aber bevor es jetzt hier zu ewig geht, jetzt kommen wir mal zur Live-Action. Und vielleicht zeige ich Ihnen jetzt, also Herrn Max. Ja, hallo. mal ein paar Szenen. Weil jetzt kommt es nämlich, wir machen ein Review und Max hat es eigentlich gar nicht geguckt, freut sich aber schon auf die 2. Staffel. Ich darf mich freuen, weil erstens, wir kriegen richtig viel, wir kriegen eigentlich Crocodile mit drin, eigentlich ist der ganze Alabaster-Arc mit drin. Ja, safe. Wir kriegen Chopper. Da bin ich immer noch gespannt. Ich habe Angst vor dieser Teleschnecke, bis heute noch habe ich Angst vor Odas Teleschnecke. Junge, warum sieht's so creepy aus? Ich habe keine Ahnung. Die Teleschnecken sahen halt ein bisschen sehr obvious CGI aus in dem Live-Action, aber naja, gut, ich meine, was will man machen so? Naja, aber also ich habe ein paar Sachen gesehen. Ich bin ein paar Sachen noch zufrieden, bin ich ehrlich. Womit ich nicht zufrieden bin, ist so leicht Shanks Aussehen. Ja, finde ich ein bisschen zu kindisch, kann man irgendwie schon so sagen. Was heißt kindisch? Er sieht ja nicht aus wie Shanks im Anime oder Manga. Guck ihn dir an! Er sieht aus wie so ein Rotstoff, besoffener Rotstoff irgendwo. Oh, Ben Beckman hat 50 Kilo zugenommen, Amenakoido, was ist das? Der Einzige, der in dem Sinne nicht gut gecastet wurde, war eigentlich Ben Beckman. Junge, Rocky, okay, ich sag nicht zu Lucky Rouge. Ja, der passt schon. Meine Dude ist halt nur Black, das ist halt das Einzige. Bro, können wir mal ganz so zurück und appreciaten, dass Mihawk einfach fucking aussieht wie ein Monster. Mihawk finde ich sehr gut gecastet.
Mihawk ist krass gut gecastet. Hat Angst vor... Junge, der Anime- und Manga-Mihawk ist nichts im Gegensatz zu Mihawk in echt. Bruder, was ist da? Bruder, was ist das? Du bist scarier in echt. Ja. Bucky, der Clown in echt. Bruder, das ist Joker, den die gecastet haben. Okay, bevor wir jetzt hier so chaotisch durch die Gegend ramblen, was die Themen angeht. Ja. Ich find Mihawk absolut, also 10 von 10. Ja, warte mal, wir gehen mal die ganzen Characters durch. Warum ist der Oppenheimer auf unserer Startseite? I became Death, Destroyer of Worlds. Ich weiß, das ist Manga, aber das ist... Nein, das ist Bullshit hier. Spoiler-Alarm! Hier ist ein paar Dingens. Also gehen wir mal kurz ein paar Characters durch. Also Roger ist tatsächlich auch schwierig, so ich kann verstehen, warum manche Leute nicht mögen, wie er da aussah quasi, Roger. Ja, stopp. Kann ich verstehen. Stopp. Was denn? Bei Roger, man muss dazu sagen, der Roger, den wir eigentlich im Anime zum ersten Mal gesehen haben, was wir ja nicht wussten. Ist ein alter Roger. Ist ein alter, kranker Roger gewesen. Ja, er war todkrank eigentlich. Er ist ja Marine ja, er ist ja der Weltregierung eigentlich geopfert. Oder einfach, er ist ja freiwillig dorthin gegangen und meinte so, yo, ich habe nicht mehr lange zu leben, killt mich sofort eigentlich rein theoretisch. Vorbei. Ja. Also von daher, ich finde den Roger, den wir hier haben, absolut 10 von 10, weil der sieht ein bisschen krank aus, also. Ja. Also die erste Szene ist halt sehr krass nah am Source Material, sage ich jetzt mal so. Bis auf das Garb anwesend ist bei der Exekution. True. Ja, ich hab's und auch. Und das Garb an sich deutlich ernster ist als Charakter. Was aber vielleicht auch, naja, dazu sage ich mal gleich, warum das vielleicht gar nicht so ein großes Problem ist. Also das sind erstmal die ersten Änderungen quasi. Und dann sieht man halt natürlich den jungen Mihawk, sieht man auch gleich am Anfang. Ja, warum ist... Ja, der junge Shanks sieht ein bisschen... Er sieht halt aus wie Pinocchio so, ne? Max, wenn er ernsthaft lacht. Was ist das? Oh, der erinnert mich an irgendwo habe ich den Typ schon mal gesehen. Diesen Schauspieler voll. Dann, Scheiße. Also man sieht dann noch Dragon halt von hinten mit diesem grünen Umhang. Den sieht man da auch. Und dann sieht man eine Frau, von der jetzt ganz viele Leute davon ausgehen, okay, das beweist die Theorie, Crocodile war früher eine Frau. Weiß ich nicht. Aber es ist schon ein bisschen sus, dass natürlich die Person dann im Fokus ist, das stimmt schon. Das ist natürlich die Frage, spoilt der Live-Action den Manga, so wie damals bei dem einen Opening im Anime, wo dann hier Denjiro, beziehungsweise Kyushiro war schon bei den Skabards als Denjiro und einfach schon viel früher, noch bevor es im Manga revealed wurde, da hat wirklich der Anime den Manga gespoilert. Ich verstehe nicht mal, wie das ging eigentlich. Ja, oder war so. Machen wir. Ich bin ja dazu jetzt nochmal, das hat jetzt hier nicht viel zu tun, aber weil es mir wieder einfällt, falls wir nicht einen weiteren Reveal kriegen von Imu, bevor der Anime da ist, bin ich mal gespannt, wie die Stimme machen von Imu im Anime. Aber wir wissen ja immer noch nicht, wer genau das ist, jetzt Mann oder Frau. Eventuell revealed das der Anime. Oder sie verzerren die Stimme. Also auf eine ganz andere Art und Weise. Das könnte ist ja halt 10 sein. Von 10, weil anders kannst du nicht erklären. Ja. Dann, also... Bro, warum sie... Was denn? Warum sieht Lucky Rook eigentlich aus wie Average Hood Gangster, oder? Ich dachte, du sagst Quack der Bruchpilot, egal. Nee, ganz und gar nicht. Er sieht aus wie so ein Average Hood Member. Ich finde es nice, dass er hier auch das Stück Fleisch da einfach auch so hat, wie also auf dem Bild, wie im Anime. Ernsthaft? Ja, siehst du doch hier. Aber das er hat es auch im Anime so? Also er hält es ja nicht in der Hand, so. Das Ding hält es mit seinem Hals fest. Ja, keine Ahnung, er ist halt einfach krass, er hält einfach so ein Stück mit seinem Hals. Also er passt schon eigentlich schon ganz gut, kein Problem mit. Der junge Ruffy eigentlich auch. Dann dieser, das fand ich Top 10 von der Live-Action-Serie, dass sie den Mr. Seven, der eigentlich so nur in der SBS auftaucht, also vom Bild her, und es wird nur erwähnt, dass halt Zorro den gekillt hatte, Mr. 7 von Baroque Works, dass die diese Szene auch in Live-Action reingemacht haben, wo dieser Dude ihn da konfrontiert. Okay. Das ist Pluspunkt auf jeden Fall. Absolut. Dass so eine Bonusszene ist quasi. Ja,
höchstens noch im Live-Action ist halt Ruffy die Frucht heimlich, ohne dass einer mitkriegt, wohingegen die eigentlich sonst alle da waren und es mitgekriegt hatten. Hör mal an, Higuma finde ich sehr gut getroffen. Higuma ist wirklich gut getroffen. Higuma, ich finde, er wirkt nicht genug wie ein Asshole wie im Manga und im Anime. Da ist er noch ein krasseres Arschloch. Er wirkt hier viel, viel ernster, also nicht so prickhaft. Das stimmt. Also, aber er könnte trotzdem noch gemeiner gewesen sein, finde ich. Ja. Dann generell so die Rubber-Sachen finde ich eigentlich doch nicht so cringe-mäßig, wie es erst aussah. Es sieht gut aus, muss man dazu sagen. Es sieht schon ganz gut umgesetzt aus. Boah, Buggy, oh Buggy ist krass, weil Buggy haben sie halt auch ein bisschen charaktermäßig so geändert. Erstens, er sucht tatsächlich nach dem One Piece im Live-Action. Das ist vielleicht sogar ein Problem, weil es gibt ja halt... Ich meine, das war erst vor 10 Chaptern oder Spoiler. Das war erst vor 20 Chaptern oder so. Spoiler. Nee, ich glaube vor 10. Vor 10, ja. Oder 10, 15 Chaptern ungefähr. Da hat er sich ja endlich erst entschlossen, wirklich, weil er hat ja seinen Traum eigentlich schon aufgegeben und hat stattdessen, was weiß ich, hier Captain Johns Schatz gesucht und hat sich nur im East Blue aufgehalten. Also von daher wirkt er da ein bisschen charakterstärker in der Live-Action-Serie und er wirkt auch an sich deutlich angsteinflößender. Also am Ende wird er tatsächlich auch im Live-Action immer mehr zu so einer Witzfigur, was ja auch vernünftig ist. Ja. Soll ja auch so sein. Ja. Aber trotzdem wirkt der Dude deutlich bedrohlicher als in der eigentlichen Serie. Halt mal kurz an, ich muss noch mal dazu sagen, ich habe ja nur ein paar Meme-Szenen oder so, allgemein ein paar Szenen gesehen. Ich folge ja auf zum Beispiel TikTok, ich folge ja den Schauspieler von Nami, Sanji und Ruffy auf Insta. 10 von 10 dazu, Nami auch 10, sehr gut getroffen auch bei der Way von den Schauspielern. Ja. Es gibt diese Szene, glaube ich, von Buggy, wo die da auf ihn zum ersten Mal treffen in diesem Zirkus und er teilt sich ja komplett auf durch seine Frucht. Ja. Es gibt diese Szene, wo er so ein Loch in der Brust hat und kommt ja sein Körperstück zurück, ist so reingeflogen, also so. Und man sieht, wie er so zu Ace geht. Ich war so. Zu Ace? Ne, also so ein Meme-Ding. So. Man, ach so. Sieht Ace sitzt. Ach so, oh mein Ace Gott. Ace steht da mit dem. Jetzt ist es verstanden. Ace steht mit diesem Loch in der Brust und Buggy so. Das ist schon ein bisschen böse. Ja, also bei Buggy finde ich es. Was auch eine Änderung, der Dude hat ja tatsächlich die Bewohner von, ich weiß nicht mehr von welcher Stadt da, weiß nicht mehr wie die heißt, hat er ja tatsächlich da gefangen und die werden dazu gezwungen, immer zu jubeln und zu klatschen in seiner Zirkusveranstaltung, so ganz sadistisch. Okay. Also, er ist ja legit ein Joker. Er ist halt wirklich so der Joker, ja. Es geht wirklich nicht. Er hat auch ein paar krasse One-Liner. Okay. Ja, Nami ist, wie gesagt, ganz gut getroffen eigentlich. Oh, ich hab wirkt nicht ganz so in dem Sinne, in Anführungszeichen. Also Nami wirkt halt manchmal so mehr playful in dem Anime und Manga, wo sie so ein bisschen so, wie soll man sagen... Es geht mehr in die sexistische Richtung anstatt in die ernste und... Also sie wird als Frau vielleicht zu sehr für ihren Körper, sag ich mal, dargestellt, meinst du jetzt im Anime und Manga? Ja, aber halt auch so, die ist mehr so... Wirkt nicht ganz so... Spielhaft? Ja, doch, also weniger in der Live-Action halt. Ja, ich weiß, was du meinst. Also auch ein bisschen so ernster halt. Ja, das, was ich auch echt, ehrlich gesagt, auch gut finde, weil ein bisschen konfrontativer so. Ich mag das überhaupt nicht. Also, das ist so eine Sache, die mich halt auch im Anime-Manga stört, dass halt dieses die Darstellung von den weiblichen Charakteren in One Piece absolut absurd ist. Das müssen wir einfach zugeben. Aber es wird halt später eigentlich eher nur. Ja, es nach dem Timeskip wurde es immer noch schlimmer, aber. Also die einzig normale ist Big. Eigentlich ja schon. Ich hab bei dem. Guck mal, Kukulu. Stell dir mal vor, die taucht auf in Live-Action. Oh nein, das wird ja doch noch wirklich passieren. Es gibt ja theoretisch nicht nur, also die absolute beste Option wäre, hat Netflix gesagt, wenn sie wirklich auf 6 Staffeln kommen. Statt auf 2 nur. Also 2 ist jetzt confirmed, aber so am liebsten wäre den 6. Dauert natürlich jetzt dann jahrelang. Das wäre natürlich die Frage noch, was man mit dem Alter macht, weil zum Beispiel jetzt hier Emily Rudd hier bei Nami ist ja schon 30. Du bist 30, das ist natürlich dann so eine Sache, wie man es mit dem Alter macht. Bei Ruffy passt, der ist glaube ich 20 oder so. Ich hab Anfang 21. Genau 20 oder 21, also das passt halt ziemlich gut. Aber jetzt mal kurz zu Helmeppo, weil der Dude sieht halt wirklich auch voll aus wie Helmeppo. Der, ganz kurz, wenn wir nochmal bei den Schauspielern waren, ich glaube, der Schauspieler von Zorro meinte auch, dass er den Vertrag bei Netflix unterschrieben hat für die nächsten 6 Jahre. Also sprich, er wird für die nächsten 6 Jahre auch den Zorro-Schauspieler noch darstellen, was ich absolut gut finde. Kommt immer darauf an natürlich, ob das jetzt auch durchgesetzt wird oder nicht. Also Helmeppo ist tatsächlich wirklich so ein Prick wie...
er in der eigentlichen Story ist. Also von daher passt er schon ziemlich gut. Klar, er ist irgendwie älter, Kobe wurde auch älter gemacht. Ja, das wäre auch sonst dumm gewesen so. Also kannst du nicht irgendein Kleinkind nehmen, was, ja. Das wäre halt dumm so. Ja. Und demnach ist Helmeppo da halt schon voll der heranwachsende, weiß ich nicht, wie alt er jetzt da sein kann. Er wirkt halt so wie 25 oder so, wohingegen im Manga vielleicht eher fast 10 Jahre jünger. Ich habe diese Szene, glaube ich, irgendwo mal gesehen. Ich glaube, es war auf Insta, auf TikTok, wo Helmeppo wirklich mit den Schwertern von Zorro rumhantiert hat. Und er war splitterfasernackt in der Szene. Und ich war so, who the fuck is that? Und ich guck so, Helmeppo? Ja, die Szene war sehr, sehr, sehr weird. Die war weird. Die war halt eher so Zorro, ein bisschen so Comedy reinzubringen. Ja, und dann Zorro ist derjenige, der ihm den Haarschnitt verpasst. Er hat vorher diese längeren Haare und erst dann werden sie so durch Zorro. Absolut. Also wirklich absolut. Helmeppo als Charakter an sich, was der für eine Entwicklung überhaupt hatte, ist einfach ja, dumm. Selbst in Live-Actions am Ende sagt er auch, ja, hier Kobe, also sagt er dann so, ich und mein Freund und so weiter. So am Ende, ich glaube in der letzten Episode, also allein da ist schon Charakterentwicklung da. Helmeppo verwandt mit ja, der Sohn von Captain Morgan, ja. Der Sohn, ja. Captain Morgan, muss ich tatsächlich sagen, sieht als Realfigur, weiß ich nicht. Mäßig okay. Mäßig, also nicht so ganz so überzeugend, aber ist auch schwierig, vor allem auch mit diesem komischen Maulkorb, nenne ich es jetzt mal, was er da hat. Mit diesem Stahlkinn, was er da hat. Ja, das ist halt ein bisschen strange auch. Ich habe gedacht, okay, ja gut, Kabaji ist so ein Nebencharakter. Also Baki auf dem Thron habe ich auch gesehen, die Szene war ganz weich, auch lit, muss ich dazu sagen, also ja. Allgemein Bucky, wie sie ist halt wie der Joker. Ja, allgemein wie sie ihn umgesetzt haben, ist einfach 10 von 10 vom Charakterdesign bis hin zum visuellen Design. Ja, weil du musst ja auch mal überlegen, wenn so ein Dude in real life so wie so ein Clown aussieht, ist er instant 300 mal creepier als in so einem Manga oder in einem Anime. Wann waren das? Ich glaube 4 oder 5 Jahre. Also jetzt in echt vor 4 oder 5 Jahren jetzt diese Clown-Pranks da waren, wo Leute diese Clowns verkleidet. Boah, selbst ich bin auf Straße gerannt. Ich hätte Menschen abgestochen dafür. Aber wie gesagt, im Laufe des Live-Action wird halt dann doch langsam so in Richtung Witzfigur. Zum Beispiel so Arlong schnappt sich seinen Kopf und hat ihn dann immer in so einem Beutel dabei und so. Und erst später kriegt er dann wieder den Körper durch die anderen halt, indem er halt mitkommt zu Arlong Park, aber er verpisst sich dann halt gleich, sobald er wieder alles hat. Und da geht's schon los mit seiner Feigheit, so, ja, ich bin jetzt mal weg. Ja, Makino sieht halt ein bisschen anders aus, aber ja, also Makino. I mean, du kannst. Ist aber vielleicht auch ganz gut, weil du weißt ja, wie es mit den weiblichen Charakteren ist. Es gab letztlich mal den. Es gab letztlich mal den Joke, habe ich mal gesehen, so. Ja, diese ganzen Charaktere spielen einfach Emily Rudd. Wir geben der immer nur so ein bisschen andere. So mit blauen Haaren so, weil, ne? Die sehen halt alle so krass ähnlich aus. So Shirahoshi, Makino, meinetwegen sogar noch Kaya, Nami, Vivi. Die sehen halt vom Character Design alle richtig Rebecca, ähnlich aus. Rebecca, ja, stimmt, Rebecca eher noch. Also da war halt so der Joke: Wir geben Emily Rudd jedes Mal eine andere Perücke und dann ist gut. Ich hoffe wirklich. Also wenn du halt reale Personen hast, sehen die halt einfach auch anders aus, weil echte Menschen halt sich deutlich krasser unterscheiden als so ein Zeichenstil von Oda. Vor allem, du kannst nicht diese riesen Augen darstellen, wie dumm würde es sowas aussehen. Ja, okay, den Typen, der ist mir jetzt nicht so wichtig. Gab tatsächlich in real life mit seinem komischen Dog-Ding, sieht ein bisschen albern aus. Ja. Ja, ich finde es schade, dass der Hund, dass seine Mütze, dieser Hund, diese Hundemütze, so klein ist. Ja, man hätte es größer machen müssen, damit es wirklich mit dem ganzen Kopf geht, weil diese Ohren hängen einfach so. Ansonsten, runter. By the way, gab trotzdem gute Besetzung. Ich war eher skeptisch so. Ich glaube, Vincent Reagan heißt er. Ja. Hat er doch eine ganz gute, aber die schaut man so. Ich finde, also vom Gesicht, dann sieht er auch schon aus wie Garb. Ja, gerade vor allem auf dem Bild, das wir gerade sehen, vielleicht können wir das dann auch noch einblenden. Gerade jetzt hier so auf dem Bild sieht er halt schon wirklich aus wie Garb. Ja. Kommt halt manchmal ein bisschen auf die Szene an, ob es dann so überzeugend wirkt oder nicht. Ja. Wo wir gerade bei Character Design sind, bei weiblichen Charakteren. Wenn One Piece es wirklich mal nach dem Timeskip schafft. Oh, Yasop sieht gut aus. Yasop sieht sehr passend aus. Wenn wir es wirklich bis nach dem Timeskip schaffen. Oder tut mir eingefallen, bitte stell
ein Charakter nicht so da, wie sie im Anime und Manga gezeigt wurde. Ich meine, das wird auch nicht, so alle Leute, die so überlegen, das wird nicht so funktionieren, die werden so nicht irgendwie Emily Rudd ersetzen durch jemand anderen mit dickeren, du weißt schon. Verschon bitte Rebecca, Digga, sie ist minderjährig. Ja, das kann man nicht bringen. Bitte. Deswegen auch gleich noch zu Sanji, so seine Art wird logischerweise runtergestuft in Live-Action, weil du es nicht bringen kannst. Nee, kannst du nicht. Also man konnte auch, es gibt auch diese eine Szene im Flashback von so Kuina und Zoro. An einer Stelle packt sich halt Kuina irgendwie so an die Brust oder so und dann Zoro ist so ein bisschen, läuft so ein bisschen rot an und so. Da dachte ich mir auch schon gleich, das kann man halt auch nicht bringen. Ich habe mich nicht mehr. Ich kann mich nicht daran erinnern, bin ich ehrlich. Doch, es gibt diese eine Szene da. Dann gut, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Also es gibt halt so auch so, dass Nami so an manchen Stellen so ein bisschen so sehr so einen auf charmant und erotisch macht, ist logischerweise auch ein bisschen rund. Das ist ein bisschen da im Live-Action, so an manchen Stellen so ein bisschen flirty-mäßig, aber doch eher weniger. Ja, ich finde es gut, dass es verharmlos ist. Also es ist wirklich eine harmlose Variante davon nochmal gibt. Ich meine, man kann es halt schon machen, aber halt nicht so andauern. Genauso wie bei Sanji. Bei Sanji ist das ja sogar ein Running Gag, dass er so der Pervert ist. Auch mit Brook wirst du es nicht bringen können, mit den Panties so die ganze Zeit. Nee. Du musst ja irgendwas anderes einfallen lassen oder so. Aber ich find's lustig. Ja, Shanks, ich weiß, du bist nicht so krass zufrieden mit dem Dude. Ja, an manchen Stellen passt er doch gut. Ja, was also was ich mir hoffe durch Darstellung von Shanks, ja, man kann ihn halt jetzt so nehmen, ich akzeptiere es einfach mal so. Ich hoffe halt wirklich beim nächsten Mal, wenn man ihn sieht, sieht er ein bisschen bufft aus. Shanks im Anime jetzt auch im Manga sieht er ist halt aber tatsächlich so in den ersten, am ganz aus. Anfang von ja, One Piece klar. Ist er halt auch so ein eher schmächtigerer Dude. Deswegen ja, und ich habe mich eher wirklich an diesen strong-ass Shanks gewöhnt, der Nacken von einem Stier hat geführt. Der, ich meine, ist ja bei Ruffy auch so, der Dude hat später auch die krassesten trainierten Muskeln. Und Shanks einfach jetzt gerade, du guckst ihn an, du kriegst Angst im Manga. Ich guck den Manga an, ich krieg Angst vor dem Manga. Mit Shanks, also von daher macht mir das relativ wenig Angst. Den Seekönig finde ich absolut gut gemacht im CGI, bin ich ehrlich. Ja, ich meine, die haben ein bisschen die Szene geändert, die sind nicht im Wasser gelandet so. Die sind noch im Boot geblieben. Ja. Aber passt schon. Was ich tatsächlich sagen muss, ist so, emotional hat es nicht so richtig gelandet mit dem Arm. True, weil man es nicht gesehen hat. Es hat nicht so richtig gehittet. Man hat es erst später gesehen. Ich habe auch die Szene gesehen mit dem Arm. Ein paar Szenen habe ich mir angeguckt. Ne? Also so es gibt ja auch so ein paar weitere Szenen, die so emotional einen nicht ganz so treffen, wie sie vielleicht sollten. Eine Szene, also wie gesagt, also es gibt eine Szene, die mich halt wirklich nur getroffen hat. Die mit dem Arm nicht, weil, wie gesagt, man hat es zu spät gemerkt mit dem Arm. Das war wirklich so, Ruffy guckt so, also, oh, Blut, oh, den Arm. Ja, Punkt. Das hat nicht so richtig. Das war halt nicht so, oh, er schwimmt, er beschützt ihn oder der Seekönig hat ihn zuerst gepackt. Ja, aber es ist gepackt, kam wieder zurück und dann hat Shanks erst dann das Haki eingesetzt. Nee, es war halt wirklich das Haki eingesetzt, wo dann erst der Arm rein zurückgeschweckt war. Also, ne, also dann. Ja, wobei es jetzt in dem Sinne sogar vielleicht fast ein bisschen unlogisch ist eigentlich, warum er dann im Live-Action. Beim Live-Action checkst du jetzt nicht so hundertprozentig, wie er den überhaupt verloren hat. Deswegen. Ja. Ja, im Wasser ist natürlich klar, weil es Boot ja eigentlich. Dadurch, dass sie ja nicht im Wasser waren, ist halt theoretisch ein bisschen unlogisch. Ja, also finde ich halt ein bisschen schade gemacht. Ja, man hat es versucht, aber ist okay. Das Haki, ich weiß nicht, hätte man mit dem Auge vielleicht besser machen können. Es ist halt, let's be real, so damals hat kein Sau, im Nachhinein kann ja mal jeder sagen, ah ja, ich wusste sofort, dass da irgendwas komisch ist. In Wirklichkeit hat damals keiner irgendwelche sich Gedanken gemacht, was da war. Aber ich finde, weil es halt auch eigentlich in Anführungszeichen so halb geretconnt ist. Ja, also ich muss auch dazu sagen, sie hätten vielleicht, dadurch, dass wir jetzt, dadurch, dass alle Manga- und Anime-Readers, ja, Readers vor allem, ist ja wissen, dass Haki nicht dazu war, hätten sie zumindest noch einen leichten Effekt mit rein, also so ein mir ist das okay, Anime. Weil im Manga und im Anime ist es auch eigentlich nicht wirklich da. Ja, im Anime schon, da kam ja so glaube ich, so ein leichter Zoom an die Augen, so ein Ding, what the fuck. Der Buggy ohne Körper sieht tatsächlich wirklich lustig aus. Und ich habe mich noch gefragt, so was, wie wollen sie es überhaupt darstellen, dann sehe ich das. Aber es passt. Also es sieht ja schon sehr lustig aus, also wirklich sehr gut auch umgesetzt, bin ich ehrlich. Auch so diese eine Szene, wo er dann so seine ganzen Gliedmaßen auf die so schleudert und er dann so in der Luft, sein Torso quasi so in der Luft schwebt und so. Das sieht auch nicht so albern aus, wie man vielleicht sich Angst gehabt hätte. Eine Szene. Captain Kuro, was hast du zu dem? Sag ich gleich dazu, ganz kurz. Eine Szene, die mich auf jeden Fall gepackt hat, wo ich auch sagen muss, da habe ich wirklich fast geheult, war die Szene, wo Sanji sich bei Zeff bedankt hat. Ja, die fand ich, das war so ziemlich eine der einzigen, die wirklich so richtig gehittet hatte. Ja, ich fand es schade, dass er sich nicht so wie im Anime und Manga verbeugt hat vor ihm, so hingekniet,
Ja, kann man machen, aber so, ich fand allgemein so seine Rede zu ihm, fand ich schon sehr traurig. Ja, so, ja. So dieses Bedanken und alter Mann, bla bla. Und auf deinem Scheißschiff habe ich hier schön und so weiter, aber... Aber irgendwo dennoch hat die emotionale Bindung war halt schon da, die ich bei Ruffy und Shanks nicht ganz gemerkt habe. Also, ja. Auch Namis Backstory hat auch nicht so hundertprozentig gehittet. Hätte vielleicht mehr hitten können. Ja, ist halt jetzt... War dazu gleich. Also erstmal Captain Kuro. Erstmal Smoke als Kind ist okay, kann man machen. Die Kleidung auf jeden Fall 10 von 10 getroffen. Er wurde dann auch wieder ein bisschen älter dargestellt, sowas willst du machen. Ja gut, ja, ich will jetzt eigentlich auch nicht so Mini-Szenen, wo du so eine Sekunde einen jungen Smoker siehst durchgehen. Aber Captain Kuro passt eigentlich schon ganz gut. Captain Wir Kuro. Haben halt in der Story einiges geändert, weshalb der Dude halt deutlich schneller besiegt wird, weil du musst aber überlegen, du hast nur 8 Folgen. Ja. Das muss halt alles vom Pacing her deutlich schneller gehen. Also der Kampf passiert halt nur in dieser Villa die ganze Zeit, nicht dann noch an diesem Strand oder so. Ja, in dieser kleinen Schlucht da, was immer so war. Ich glaube auch den Charakter Django wurde auch rausgenommen, was? Ich glaube, der wurde komplett rausgenommen. Der wurde komplett rausgenommen. Es war gefühlt auch eine Filler-Charakter eigentlich gefühlt. Ich glaube nicht. Also gefühlt, also angefühlt hat sich das, aber so ein bisschen wie ein Filler. Aber ist okay, dass man ihn rausgenommen hat, weil ich finde, war ein bisschen überflüssig. Also ja, also Captain Kuro passt eigentlich schon ganz gut. Captain Kuro erinnert mich an irgendeinen Schauspieler. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch immer nicht. Ich habe auch überlegt, so der Typ. Er sieht aus wie eine Mischung aus We Are Number One und weiß ich nicht, auf wem, da bin ich ehrlich. Ja, Kaya. Kaya sieht aus, also stopp mal. Also du musst überlegen, sie sieht extra ein bisschen kränklicher aus. Ja, ich würde es gerade sagen. Am Anfang zum Beispiel, als man sie am Ende sieht, wo sie dann, glaube ich, Ruffys Kopfgeld aussieht, sieht deutlich frischer aus. Im Gesicht und allem. Ja, aber ich wollte, sie sieht aus wie so ein leichten Drogensüchtiger, als ob die gerade Crystal Meth durchgezogen hat. Ja, weil Kuro hat ja die ganze Zeit diese komische Suppe davor gesetzt, wodurch die halt die ganze Zeit so kränklich ist. Das war ja der ganze Plan dahinter, dass der Dude sich jahrelang als Butler ausgibt, um dann ans Erbe ranzukommen. In dem Fall jetzt in Live-Action halt, wo sie halt 18 Jahre wird und dann ist die Idee, er übernimmt ihre Schiffswerft. Das ist also, das ist auch ein bisschen geändert worden, aber ja. Die Bounties sind generell ganz geil, die tauchen einfach immer so auf vor denen und dann machen sie irgendeinen Move und zerschneiden das so. Das war zum Beispiel auch bei Don Creek und bei Mihawk und allem und so weiter. Das müssen wir mal angucken, die Bounties. Da gibt's immer so eine ganz nice Animation. Okay, müssen wir mal reinschauen. Who the fuck is Charm, Alter? Ja, das ist halt eine von diesen Black Cat Piraten. Ach ja, naja. Zu der kann ich nicht viel sagen, weil ich habe auf den Charakter nie geachtet, deswegen. Usopps Mutter sieht deutlich anders aus, aber das liegt halt auch ein bisschen daran, dass... Ich meine, im Manga so und auch im Anime, Usopp hat halt schon eher so eine dunklere Hautfarbe. Ja. Von daher passt es schon. Und von daher ist es eigentlich im Manga dumm und im Anime, dass die jetzt so völlig anders aussieht als Usopp, die Mutter. True. Bankina. Ja, vor allem, dass auch... Also Usopp, man würde nicht sagen, dass es eigentlich seine Mutter ist, außer die Nase halt jetzt so ein bisschen. Und das geht ja in dem Sinne auch nicht, weil die Sache wurde ja auch rausgenommen. Erstens deswegen, aber halt an sich, jetzt rein aus dem Anime jetzt gerade, wo wir das Bild jetzt da haben von seiner Mutter. Man auch nicht denken. Er geht halt wirklich komplett nach seinem Vater. Ja, ja. Also entweder ist er halt nicht seine richtige Mutter oder ist einfach, keine Ahnung was. Ja, Kuina sieht in dem Sinne deutlich anders aus. Junge, deutlich. Also bei allem Respekt, meine Mutter hat mir immer gesagt, man soll sich nicht bei Nasen lustig machen, aber diese Nase zerstört alles für mich bei Kuina. Es tut mir leid, es ist auch gut, dass sie gestorben ist, aber es ist... Achso, ja, im Live-Action wird auch nicht gesagt, woran sie gestorben ist. An Down These Stairs. Ja, weil ich glaube, was in Live-Action halt albern klingt, wenn es heißt, sie stirbt, weil sie die Treppe runterfällt. Ja, das klingt halt in dem Sinne eigentlich dumm, wenn man es da so sagt. Absolute Altersschwäche. Hätte sich trotzdem noch was ausdenken können, woran sie gestorben ist. Kaido hat sie umgebracht. Der Dude sieht halt voll aus wie dieser Kushiro. Ja, ja, also... Shimotsuki Kushiro, der Meister da. Schon sehr gut getroffen. Ja, also zu Zorros Schauspieler müssen wir, glaube ich, nichts zu sagen. 10 out of 10. Das ist aber das... Aber Achso, das ist der junge Zorro, ja. Ja, der junge Zorro sieht auch ein bisschen anders aus und... Also bei dem Flashback weiß ich auch nicht so richtig. Aha. Bei Sanjis Flashback schon eher.
tatsächlich. Ja, bei diesem Butchie, Alter, der seine Real-Verfilmung, Alter, was ist denn das denn für ein Low-Cosplay-Kostüm? Also bei allem Respekt. Ja. Jetzt noch eine kleine Sache nochmal zu Garb. Also Garb spielt eine deutlich größere Rolle im Live-Action. Ich habe es irgendwie mitbekommen, so leicht. Der Dude taucht die ganze Zeit auf. Der Typ geht auch mit Kobe und Helmeppo auf die Baratier zu Seth. Da isst er schön sein Steak und so weiter. Was eigentlich, glaube ich, nie passiert ist. Nee. Es ist auch so, die Story von Mihawk wird halt auch geändert. Der ist halt nicht auf der Baratier, um noch die hier Don Krieg und die anderen zu verfolgen. Don Krieg ist generell eigentlich relativ rausgekürzt. Der wird nur innerhalb von 30 Sekunden von Mihawk gekillt. Wow. Aber die haben ihn trotzdem noch reingebracht. Was also immerhin so ist. Don Krieg sieht leider auch mit dieser komischen Rüstung und leider auch in Real Life ziemlich albern aus, wie so ein Typ, der halt leider so sich für Fasching verkleidet. Das ist halt manchmal so das Problem. War das nicht auch im Trailer, dass Arlong... Arlong taucht eigentlich auch nicht auf der Baratier auf, aber da auch. Auf einmal hat er gesehen, so, oh, da waren Fische gegessen, ich muss jetzt auch retten. Also Garbs Rolle wurde ein bisschen verstärkt, dafür Don Kriegs Rolle deutlich rausgekürzt. Was soll ich jetzt noch sagen? Oh. Und Mihawk kriegt halt von Garb den Auftrag, zu Baratier zu gehen, um Ruffy zu schnappen. Das ist auch ein bisschen weird. Das ist halt so, ich wollte gerade sagen... So Garb gibt ihm so den Befehl, so, das ist so ein bisschen strange. Deswegen, ich wollte gerade sagen, Safe hatte oder sich dabei was gedacht bei diesem Punkt. Vielleicht hätte es auch so im Manga oder allgemein im Anime-Manga auftauchen sollen. Nur hat Oda sich das jetzt anders überlegt für die Serie. Ja, nee, bei im Manga ist es halt so ziemlich offensichtlich, der Dude hatte aus Langeweile die ganze Don Krieg-Bande und diese ganzen Schiffe zerstört und die dann immer weiter verfolgt und taucht dann quasi zufällig auf, wohingegen Mihawk da quasi gezielt da auftaucht. Deswegen, mit einem Auftrag von der Weltregierung, was halt auch strange ist, weil er halt eigentlich keine Befehle entgegennimmt. Ja, sieben Samurai. Aber wenigstens sagt er dann auch später nochmal im Gespräch mit Garb, ich nehme sowieso eigentlich keine Befehle an, also eigentlich ist mir das auch egal. Von daher passt's wieder. Ja. Und was war jetzt noch mit der... Ja, und Garb verfolgt die halt die ganze Zeit. Was halt auf einer Weile... Was halt leider so ein bisschen auch dafür sorgt, dass er halt auch irgendwie inkompetent wirkt und die ganzen Marines. Weil die halt die ganze Zeit verfolgen und nichts geschissen kriegen. Hm. Das ist so mein größtes Problem daran, dass sie deswegen so richtig inkompetent und nutzlos wirken. Das ist eigentlich nur daran mein Problem. Ansonsten mehr Garb ist in der Regel eigentlich immer gut. Sure. Weil Garb awesome ist. Aber wo wir noch bei Garb sind, die erfahren halt richtig früh, dass Garb sein Ruffys Opa ist. Ich wollte gerade sagen, Water 7, glaube ich, erfahren die es, glaube ich, auch erst. Danach sogar erst, post in his Lobby. Oh. Noch später. Also ja, in Staffel 3 hat man seinen Twitch erfahren. Ja, aber ich finde, es passt schon so, weil also so für die Leser und die normalen Gucker passt es jetzt nicht so wirklich. Außerdem kann ich auch verstehen, dass man Kobe ein bisschen mehr reingebracht hat, weil... Du weißt ja, wie es im Anime und Manga ist. Charaktere verschwinden mal gerne, so hunderte von Episoden und Kapitel. Sodass es in einem Live-Action mal vergisst, dass sie noch existieren. Bei wem war denn das erst vor kurzem, glaube ich? Das ist ja Warpul. Ja, richtig. Zum Beispiel Warpul. Die verschwinden halt zum Teil hunderte von Kapiteln und Episoden, was halt in Live-Action auch ein Problem ist. Ja. Von daher ist vielleicht gut, dass man seine Rolle noch ein bisschen mehr reinbringt bei Kobe. Ja, die erfahren es halt hier deutlich früher. Ah, ich weiß nicht, Young Garb, also... Ja, ich meine, Young Garb ist halt derselbe Schauspieler, die haben halt... Ja, das ja, aber ich, die Darstellung von seinen Klamotten... Auch Garb wirkt natürlich nicht so buff. Ja, deswegen, ja. Das ist halt auch so eine Sache, ist halt schwierig zu machen. Ich meine, Garb ist halt ein Schiff in Wirklichkeit, deswegen... Können wir ganz kurz noch was festhalten? Wo wir gerade bei Don Krieg waren, ja? Ich will mal ganz kurz noch was dazu sagen und du guckst, ob du mir zustimmen kannst. Ich hab eben schon was gesagt. Warum sieht Don Krieg aus wie so ein absoluter Junkie irgendwo in Frankfurt am Main, der dir gleich irgendwie 50 Drogen am verkauft und 8 Spritzen in den Arsch jagt? Ich dachte auch, Don Krieg ist nicht so gut dargestellt. Bruder, er sieht aus, als würde dir gleich wirklich Drogen verkaufen. Ja, ich meine, Don Krieg ist halt eh so, der Typ hat so eine weirde Rüstung und sieht an sich auch selbst im Anime strange aus. Ja. Wie strange sieht er dann bitte in real life aus? Also da kannst du nicht viel machen so. Siehst du? Der Dude sieht aus wie so einer, der sich so für ein Kostüm bei was angezogen hat. Ja, aber auch gut, im Anime sieht er auch nicht gerade besser aus. Also, eben, er sieht immer schon strange aus, war schon immer irgendwie behindert. Mihawk trotzdem, 10 von 10, wie sie ihn dargestellt haben, absolut, also wirklich Chocosel kann man dazu sagen. Ja. Wirklich sehr gut. Sehr gut. Krass, Alter.
Okay, Full Body, weiß ich nicht, will ich jetzt nicht so viel sagen. Sanji ist natürlich sehr gut getroffen von dem Dude. Und wie wir schon gesagt hatten, Sanji wirkt nicht ganz so creep-mäßig im Live-Action. Er wirkt tatsächlich eher so wie der Dude, der einen fasst. Weil normalerweise, ich glaube, in irgendeinem YouTube-Shorts-Ding war es mal, wurde gesagt, eigentlich hat Sanji im Anime und im Manga hat eigentlich Negative Wrist. Negative eigentlich. Ja, true. Und hier hat er ein bisschen was dazugekriegt. Positive Wrist, oder? Ne, also halt wirklich, er wirkt halt nicht ganz so lappenmäßig, was Scheiß das... Scheiß nur 5V positiv. Was das rum... Wrist positiv. Was das, was so dieses Anmachen und alles angeht, wirkt er halt nicht ganz so lappenmäßig. Warum sieht Putty aus wie Terry Crews? Jetzt mal ganz ehrlich, also... Lol. Ich weiß nicht, wer Putty ist. Also ich finde diese Nebencharaktere... Also Jin ist auch rausgenommen. Die kämpfen auch nicht gegeneinander. Ernsthaft? Der, der ist generell, spielt er keine große Rolle. Das ist halt in dem Sinne ein bisschen schade, aber... Oh, der Disrespect mit Mihawks, Daggers. Also, ja. Also, feier ich absolut. Ja, aber Moment. Also, wer auch rausgenommen wurde, war dieser Okta. Der ja dann später nochmal bei Sabaody erscheint, der glaube ich Hachi heißt auf... Ach so, dieser... Original. Ja, hier, ja, ja. Der wird komplett rausgekürzt. Ja gut, ist das, aber auch schwierig. Ich wollte gerade sagen, das war ein bisschen schwierig darzustellen. Ja, man muss da sehr viel kürzen, man kommt auch nicht drum herum. Naja, klar. Generell der Kampf... Also man muss noch sagen, so im Live-Action, Zorro verwendet deutlich seltener diesen Dreischwerter-Stil. Hm. Er hat deutlich seltener das im Mund. That's what she said. Aber ist halt ein bisschen... That's what she said. ...auch ein bisschen schwierig darzustellen. That's what she said. Shut the fuck up. Aber ansonsten ist der Fight ziemlich nah so am Original dran, so wenn du die Szenen hier auch anguckst. Es ist halt, es hält sich halt krass ans Original. Ja. Hier ist auch Santoryu. Dafür wird zum Beispiel den Dreischwerter-Stil. Ja, auch. Naja, er benutzt ihn halt schon. Er trägt aber nur schwarz anstatt weiß. Das ist halt ein bisschen verwunderlich jetzt gerade. Natürlich, die Wunden von Zorro sind natürlich auch nicht so komplett absurd übertrieben, wie sie in so einem Anime sind. Weil, naja, also come on. Ja, ich... Man kann da bei manchen Dingen nicht... Jeff passt, finde ich, auch sehr gut. Oh, diese Küsteninsel, was immer das war, die ist sehr gut getroffen. Dann der junge Sanji ist hier. Hm. Generell haben die hier auch bei der Story nicht so viel geändert. So, er ist immer noch sein eigenes Bein, Jeff. Während die da so am Hungern sind. Oha, er sieht auch Jeff deutlich, tschüss. Der ist aber auch deutlich realistischer, dass er so aussieht. Man muss mal überlegen, so im Manga oder im Anime, der Dude sieht halt aus, als wenn nicht so viel passiert wäre, außer das mit den Beinen. Wohingegen er hier halt... Wozu man auch sagen muss, deutlich mehr am Arsch wirkt. Im Manga, halt mal kurz an, im Manga wurde es ja trotzdem noch gezeigt, dass er sein Bein wirklich abgeschlachtet hat. Ich glaube nicht. Ich glaube im Japanischen aber trotzdem. Es wurde ja trotzdem ab und zu mal geändert. Ja. Im Anime aber dennoch hat man, glaube ich, eine Szene gehabt, wo er nicht sein Bein abgetrennt hatte. Also nicht mit diesem Stein, sondern wirklich einfach nur... Ich dachte immer, man sieht das eh nicht. Ich glaube, im Manga hat man es irgendwo noch gesehen, dass er sein Bein abgetrennt hat. Okay, kann sein. Haben wir hier aber Bell mehr? Ja, ist okay. Ja. Also. Ja, hier, ich weiß nicht, wie der heißt, leider. Bruder, Michael Jackson auf Wish bestellt. Also, ja, also der eine Fischmenschen-Dude, es wurde schon gesagt, der sieht halt so aus, aber halt so sich diese Botox-Fresse geholt hat. Boah, ich weiß nicht, ob du diesen einen Schauspieler kennst. Der hat bei jetzt dem neuesten Guardians of the Galaxy-Film mitgespielt, als Adam Warlock. Gib mal Adam Warlock ein. Guardians of the Galaxy 3. Hier. Der Schauspieler, Will Poulter, wie er hieß, der hat mit seinen Augenbrauen genau dieselbe Szene. Er hat immer diese Augenbrauen so richtig hoch, so wie der Schauspieler. Guck mal, wie hoch seine Augenbrauen sind. Guck dir den Augenbrauen machen einfach schon McDonalds-Zeichen. Genauso wie seine. Stimmt. Einfach eins zu eins dieselbe Person. Die Fischmenschen generell sind natürlich schwierig vernünftig darzustellen, ohne dass sie komplett blöd aussehen. Ich glaube, deswegen wurde Hachi rausgenommen, weil der hat zu viel Arme. Der sieht nämlich auch strange aus, ja. Ja. Dann, nochmal hier Bälle mehr, dann nur Jiku. Ich äußere mich dazu nicht. Okay. Dann der Dude. Oh, okay. Sieht krass anders aus. Wurde aber 10 von 10 gut getroffen. Jetzt nochmal kurz zu Nojiko. Dadurch, dass sie halt so aussieht, weiß man halt so gleich, okay, die sind adoptiv. Naja. Und im Live-Action passt es halt auch, weil da ist halt der Reveal relativ schnell, weil man halt nicht so viel Zeit hat, noch ewig ein Geheimnis rauszumachen, sind das jetzt wirklich Schwestern oder nicht. Ja.
Aber ich finde krass, dass sie den Polizistentypen so krass dargestellt haben. Der sieht wirklich fast genauso aus wie die Person. Ich glaube, der sieht so genauso. Also, der sieht genauso aus so wie er. Das ist krass. Ja, aber es ist pieps, pieps. Das ist Ratte, dieser Prick. Pieps, pieps. Der halt auch perfekt, der halt wirklich auch eine Ratte ist, weil der wird halt bezahlt von Arlong, damit er sie nicht verpfeift an den anderen Rest der Marine. Der ist halt bestechlich gewesen. Nicht unsere Marine! Und dann halt Arlong. Halt mal an. Also ehrliche Meinung zu Arlong. Ich finde, das Design im Live-Action ist sogar ganz gut getroffen. Viele beschweren sich über diese Nase. Kann ich aber nicht nachvollziehen, weil die Nase ist eigentlich auch ganz gut getroffen. Das hat einfach diese Spitzen. Es ist wie diese Schwertfische, die halt auch ja, das stimmt. Diese Nase haben, und aber halt ein bisschen gezackt bei den Arlong. Vorbei, ja. Ist doch einfach so. Was halt plotmäßig geändert wurde, ist die, also ihre Adoptivschwester plus die ganzen Dorfbewohner wissen halt nichts von ihrem Plan, sich dieses Geld zu schnappen, um die Freiheit wieder zu verkaufen. Das heißt, in Live-Action hassen die eigentlich erstmal Nami. Das hat so vielen Leuten nicht gefallen, dass sie es umgeschrieben haben. Weil im Manga und im Anime wissen die wohl von dem Plan und haben da so ihr Vertrauen in Nami. Das hat so vielen Leuten nicht gefallen. Ich fand es ehrlich gesagt nicht so schlimm. Dann gucken wir mal, okay, hier sind so ein paar random Szenen. Okay, Usopp verletzt und voll verblutet ist auch was Neues. Ich meine, im Anime sieht es halt auch dumm aus. Anime, also come on. Also im Anime hat er schon 5 Liter verloren, also es tut mir leid. Das ist halt so, ja. Dann der Dude. Also der Typ wurde absolut weggemetzelt. Guck mal, der brennt da schon. Der ist einfach tot. Ja, der Dude hat immer so dieses Alkohol genommen, dann irgendwie. Und dann spuckt er immer so rum und dann. Das ist so seine Attacke. Aquaknarre. Nur mit Alkohol in dem Live-Action-Ding halt. Alkoholknarre. Dann gibt's hier. Also, ich muss mal nochmal sagen, so am Ende da mit Garb und so weiter. Ich kann es jetzt schlecht erklären, du müsstest es selber nochmal gucken, so. Was denn? Ja, erzähl weiter. Ich sag's gleich. Weil. Es ist halt schon so ein bisschen weird, dass der Dude am Ende auftaucht, die fast gefangen nehmen will. Dann gibt's einen kurzen Fight, wo er Easy Ruffy umhaut und so weiter. Garb nutzt also seine krasse Faust und so weiter. Und dass er dann am Ende sagt: ich habe nur getestet, um zu gucken, ob es wirklich dein Traum ist, Pirat zu werden und so weiter. Das finde ich halt so ein bisschen billig so. Das ist halt weird so. Das passt halt nicht zu Garb, weil Garb ist halt nicht der Typ, der irgendwo eingreift, seinen Enkel schlägt. Ist er sein Enkel? Ja, klar. Ja, ich habe kurz vergessen, wie das heißt auf Deutsch. Enkel oder Neffe, deswegen war ich ja ganz kurz. Aber Neffe ist ja, wenn du von deinem Bruder oder deiner Schwester. Ja, der Onkel. Ja. Ich find's ein bisschen weird, weil Garb ist halt nicht so. Halt mal nochmal kurz an. Weil Garb ist halt nicht so, dass er wirklich jemanden jagt und dann vor allem Ruffy jagt und sagt, ja, ich wollte dich ja mal noch testen, ganz kurz. Das ist leider absolut dargestellt worden. Zeitlich passt es überhaupt nicht zueinander. Ja, das ist so ein bisschen blöd. Ja. Deswegen, das weiß ich nicht. Warum ich gerade gelacht habe, ist das Kopfgeld von Ruffy. Ich liebe es, wie sie es umgesetzt haben in der Live-Action mit Lüssop auch im Hintergrund. Ja, das ist fast eins. Sieht fucking funny aus, vor allem wie Ruffy noch dasteht und so, oh moin. Ja, der Ruffy-Darsteller, wie gesagt, Oda sagte so, es gibt keinen besseren Darsteller als dich so. True. Und das stimmt mittlerweile halt auch einfach. So, ja, was haben wir jetzt hier noch? Die Szene wurde eigentlich auch fast ziemlich, wo die so mit den Füßen gegeneinander anstoßen, quasi fast. Zum Theme müsste man noch sagen, manchen Leuten gefällt irgendwie das One Piece Live Action Theme nicht so. Ich finde es eigentlich ganz okay. Es gibt sogar an einer Stelle, hört man so ganz kurz Bing Sake. Nochmal im Hintergrund so eine leichte Instrumentalversion, fand ich ziemlich nice. Es gibt, by the way, auch richtig viele Easter Eggs, ne? Ja, weißt du, was auch ein Easter Egg ist? Sorry, wenn ich gerade so nah am Mikrofon bin, aber Leute, können wir mal ganz kurz drüber reden, Alter. Oder, bei allem Respekt, wenn die Shanks-Bande wieder auftaucht, bitte tausch Ben Beckman aus. Ich kann das mir nicht angucken. Bruder, der Typ ist einfach fetter als 2 Ben Beckmans. Bruder, das ist mein Nachbar gefühlt, der so fett ist, Alter. Was ist das? Ja, ist es halt. Bruder, Lucky Rook, als ob er gerade ein. Ob er Chicken im Angebot gesehen hat, wie er guckt. Dude, ich finde Lucky Rook passt schon. Ich finde, der Einzige, der passt, ist Yasop, Alter. Also bei einem. Yasop sieht einfach 10 von 10 aus. Die Haare, Shanks sieht eigentlich auch noch ganz okay aus.
Ja. Lucky Luke sind für mich trotzdem. Ich kann es nicht ernst nehmen. Also, das ist das Problem. Ich kann ihn einfach irgendwie gerade nicht ernst nehmen. Ja, deswegen. Mann, was ist denn das jetzt hier? Was haben wir denn da? Ich habe, by the way, auch gehört, dass das Intro von der Serie wurde fast 1:1 übernommen. Also mit diesem Reichtum, Macht und Ruhm-Ding. Ja, ja, ja. Aber nur fast. Ja, das gab es halt Anwesen, was eigentlich nicht ist. Nee, wovon ich halt wirklich, ich meine halt wirklich das Intro, wo halt diese Schriftrolle aufgeht mit dem Motto, wo der Sprecher sagt, Reichtum, Macht und Ruhm, der Mann, der hieß, der kann mit der Rolle, verstehst du, was ich meine? Dieses Intro, wirklich. Nicht die Exekution, sondern das Intro, was gezeigt wurde. Ach so. Das wurde anscheinend irgendwie auch ein bisschen reingeschissen. Ich weiß nicht, ob es so ist, ich habe es nie geschaut, deswegen. Ich weiß gerade nicht, was du für ein Intro meinst, so richtig. Nein, wo die Schriftrolle aufgeht und dann gesagt wird, Reichtum, Macht und Ruhm. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht mehr so genau. Der Mann wird sich also. Was ich sonst noch ganz nice finde, ist, damit man so diesen Real-Life-Touch hat, ist, dass halt die Strohhüte nicht die ganze Zeit dieselbe Kleidung tragen. Ja. Und dass die haben sogar zum Teil ein bisschen Kleidung genommen, die man nur als wirklich krasser One Piece-Fan kennen kann, weil die zum Teil aus Cover-Stories ist. Ich wollte sagen, von den Cover-Stories her. Also, das ist krass tatsächlich. Ich glaube, wo man die Baratie gesehen hat oder wo Ruffy auf der Flying Lamp im Kopf drauf saß, da hat man, glaube ich, auch eine von den Kleidungsstücken gesehen, die im Dings da vorkam. Das finde ich dann ganz passend tatsächlich. Ja, Alvida sieht tatsächlich schon ein bisschen anders aus. True. Aber ja, ich meine, ich wüsste auch nicht, wenn man da jetzt noch passender genommen hätte haben, nehmen können. Haben so. Hätten nehmen können. Was könnte man noch so ansprechen? Okay, die Baratier ist halt. Naja, es ist eigentlich doch relativ ähnlich übernommen worden eigentlich. Was noch eine krasse Sache ist, ist, dass. Du weißt noch, dieser eine Diener da, Lämmchen, der halt auch aussieht wie so ein Schaf. Ja. Dieser eine Diener da. Der stirbt tatsächlich jetzt hier. Der kommt nicht so komisch, weird-mäßig wieder und überlebt, so wie wie eigentlich im Manga und Anime. Okay. Kuro greift ihn ja so an mit seinen Klauen und so weiter. Ja. Und der kommt dann halt nicht wieder. Der ist halt dann wirklich tot im Live-Action. Was auch vielleicht ein bisschen Hoffnung bringt, dass vielleicht Peru auch nicht überlebt. Ich schwöre bei Jesus. Ich hab vergessen, wer Peru ist, bin ich ehrlich. Der Falke bei Vivi. Ach so. Mit dieser, ja, ja. In Anführungszeichen, Atombombe, dass er überlebt at Point Blank Range. Was halt einfach dumm ist. Absolut dumm. Wirklich. Also, das ist, glaube ich, weiterhin noch fast dieser dümmste Fake-Out-Death. Was auch noch dumm ist, ist dieser eine. Hier, der Vater von hier Lola. Hier, der so. Typ, ja. Dass der überlebt, ist auch dumm, weil er sollte eigentlich exekutiert werden von, ich glaube, Oven oder so. Mhm. Und später überlebt einfach. Oder dieser andere Sohn von Big Mom, dem die Lebensspanne rausgenommen wird und der dann später auch wieder lebt. Oder hier Bon Clay, der von Magellan so verfolgt wird und es sieht aus, als ob er sich so opfert. Später chillt er da unten bei Ivankov in seiner Base da in Impel Down und lebt einfach noch. Also manche Sachen davon sind einfach dumm. Bei Bon Clay muss man mal sagen, das ist halt auch ein wichtiger Charakter für die Serie. Ja, okay. Also von daher, also nicht unsere Serie, sondern One Piece Serie. Von daher, ja. Ja. Ach jo, ja, stimmt, der eine Charakter, den wir vergessen haben. Bogart spielt einfach zu Recht eine größere Rolle in Live-Action, weil er halt gefühlt selbst im Manga nicht wirklich auftaucht. Oder hat einfach Bogart im Manga und Anime vergessen. Deswegen wird ihm jetzt im Live-Action so ein bisschen Respekt gezollt, so. Verdient. Ja, wie gesagt, bis zum Morgen hatte ich schon gesagt, es geht noch. Es geht. Es geht noch, ja. Das ist terrifying, aber... Die Teleschnecke ist wirklich terrifying als reale... Ja, okay. Wer ist das? So, lol. Dann hier, haben wir irgendeinen Charakter, haben wir bestimmt vergessen. Deswegen gucke ich gerade nochmal. Also, ich bin ehrlich. Ja, lol, selbst hier der. Also, okay, ja. Boah, selbst beste, dieser Bürgermeister da, der bei Buggy da auch gefangen gehalten wurde, sieht ja wirklich. Thomas krass Edison? Ähnlich. Okay, der Hund, ja, gut. Dann die junge Nami, junge Nojiko. Warum sah die junge Nami aus wie so eine Version von Pippi Langstrumpf? Stimmt. Na, okay, das hatten wir schon. Ach ja, stimmt, der junge Usopp. Usopp, mein G. Kaya, Kuro, Dingens. Okay, doch, Django ist Easter Egg-mäßig nur auf einem Wanted-Poster zu sehen.
Warum sieht Jeng, warum sieht sein Wanted-Poster von Django einfach wie so eine AI-Version von so einem GTA-Charakter aus? Keine Ahnung. Bei allem Respekt. Lämmchen halt hier, ne? Mhm. Okay, ja, gut. Ah, morgens. Ich möchte gar nicht wissen, wie sie den darstellen. Die müssen den Birdman darstellen, Alter. Ich will nicht wissen, wie sie überhaupt so viele Sohren-Teufelsfruchtnutzer darstellen wollen. Ich hab keine Ahnung. So, wen haben wir denn hier noch so? Bellamy, okay. Bellamy und Foxy und... Okay, Cavendish sieht auch nicht so gut aus irgendwie für Live-Action. Also Foxy sieht aus wie so ein Mischmasch aus einem Mexikaner und sonst was, oder? Bellamy, okay, da kann man jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel erkennen. Ja, Bellamy sieht ein bisschen komisch aus. Und ansonsten... Okay, Smoker sieht man nur am Ende so bei so einer Cliffhanger-Szene, wo er so das Kopfgeld von Ruffy da sieht und dann einfach seine Zigarette da ausdrückt. Ja, also wir werden wir werden auch Ace zum Beispiel in Season 2 sehen, wir werden Crocodile in Season 2 sehen. Ich möchte gar nicht wissen, wie sie Warpool eigentlich auch darstellen. Frag bitte nicht. Weil der Typ ist ja auch so ein Dulli, der einfach weird aussieht. Ja, und vor allem, also wir kriegen ja einiges an Charakteren das in Krasseste, Season 2. Woran eventuell die ganze Staffel scheitern kann, ist Chopper. Bei Dr. Kureha, wir wissen immer noch nicht, ob nicht vielleicht wirklich Jamie Lee Curtis das macht. Das wäre richtig krass. Das wäre ein legendärer Moment. Also auch allein für sie, weil sie ist ja absoluter... Wobei die halt schon wirklich so ein A-Promi ist. Also von daher wäre es schon wahrscheinlich... A-Promi? Also so richtig hochpromi-mäßig so. Ja, aber du, viele haben auch gesagt, warum spielt nicht Arnold Schwarzenegger fucking Garb? Ja, okay. So, ja gut, Arnold Schwarzenegger ist halt schon ziemlich alt, der ist mittlerweile. Arnold Schwarzenegger könnte rein theoretisch oder nach dem Timeskip Garb spielen. Würde mich interessieren, wen man für Sengoku nehmen könnte. Arnold Schwarzenegger. Oder für Crocodile natürlich, wo wir schon mal dabei sind. Oder Bon Clay, der taucht ja auch auf. Ach so, by the way, was ich halt auch wirklich glauben werde, ist, dass sie Little Garden komplett rausnehmen werden. Weißt du, dieser Little Garden-Arc, wo die hier gegen den Galdino mit seiner Wachsfrucht da kämpfen, wo die auf die Riesen treffen und alles. Ich glaube, dass die das eventuell komplett rausnehmen werden. Ja. Weil es halt einfach nicht so wichtig ist für die Story. Ja, es ist halt einfach so ein Filler-Arc in dem Fall, denke ich. Vielleicht werden sie auch Whiskey Peak ein bisschen zusammenkürzen. Ja, mal gucken, wie die das machen. Wie gesagt, wenn sie pro Staffel 8 Folgen machen, müssen sie Es müssen ja jetzt nicht jedes Mal 8 werden, können ja mehr werden. Ich sag jetzt mal so, also wenn es 8 Folgen sind, also mindestens 8 Folgen, ja. Wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, 15 oder 16 Folgen sind in der zweiten Staffel, dann werden sie aber trotzdem einiges kürzen müssen. Weil selbst der Alabaster-Arc ging ja unnormal lange. Ja, der ging unnormal lange, das stimmt. Aber East Blue waren auch 100 Kapitel. Ja, das ist aber trotzdem allgemein, also. Auch der Alabaster hatte so viel zur Story beizutragen. Ja. Allein nur durch die Introduction von Nico Robin und Crocodile. Ja. Und Vivi und den. Obwohl, boah, den Glyph gab es eigentlich nicht wirklich, oder? Doch. Aber kein Road Pony Glyph. Nee, das deswegen. Das noch lange nicht. Das kam ja gerade, ich glaube, Zorro traf mal auf irgendein Pony Glyph. Random im Anime. Das war auch. Ja, das war Filler. Filler. Aber ich frage mich wirklich, wie sie Chopper in seiner Buff-Form da zeigen wollen. In Alabaster zum Beispiel. Wie sie zum Beispiel Enies Lobby den ganzen Kampf machen wollen. Was, by the way, immer noch mein Lieblings-Arc ist. Ja, wir haben erstens in Enies Lobby eigentlich haben wir, glaube ich, fast eine Handvoll so an Fruchtnutzern. Junge, wie wollen sie Eule darstellen? Vor allem die Taube. Ich meine, es wird halt eine echte Taube sein, so. Ich schwöre bei Gott. Ich frage mich, ob die es wirklich so animieren, dass du dann die fucking Taube irgendeinen Anzug trägt. Ich schwöre bei Gott, wenn Span Damme kein Prick wird in der Serie, dann quitte ich sofort. Doch, der wird ein Prick. Ja, der muss. Ja, aber ich... Der ist ja schließlich einer. Er muss richtiger Prick werden. Die würden mir an die fünf Weisen würden ja dann auch... Ich glaube, bei Jaya oder so. Bei Jaya ist natürlich nach Alabaster. Aber die wären auch schwierig zu besetzen, glaube ich. Ne, wir nehmen ja für Gorbatschow. Was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, hier von den Charakteren her. Also Ruffy wirkt natürlich auch nicht so überdreht im Live-Action. Hm. Aber er wirkt noch so weird und naiv, dass man es ihm noch so abkaufen kann, so, ne? So, dass noch so ein bisschen überzeugend ist. Aber du musst also überlegen, Ruffy ist eh so schwierig, weil eigentlich ist er ein mega annoying Charakter, den man irgendwie so balancen muss, dass er so sympathisch auf einen wirkt, ohne zu krass zu nerven. Und ich finde, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wirkt halt an manchen Stellen in Anführungszeichen intelligenter als der Ruffy, den man so kennt aus dem Anime und aus dem Manga.
Aber muss halt auch. Also da kann halt nicht auch... So ein krasser Dulli kann da aber jetzt auch nicht sein. Nee, nicht wirklich. Nami, wie schon gesagt, wirkt halt nicht ganz so hinterlistig. Die wirkt ja im Anime und im Manga, denkt man so wirklich so, das wäre voll die Bitch, die einen so krass verrät. Naja. Wirkt nicht so hundertprozentig in Live-Action, aber ist auch okay. Zoro wirkt an manchen Stellen zu emotionslos, finde ich tatsächlich. Es gab doch, glaube ich, mal die Szene, wo... Weil also, der Dude ist eigentlich mehr am Lachen und Lächeln am Anfang von One Piece. Naja, der wirkt halt ein bisschen zu eindimensional. Deswegen, es gab ja, glaube ich, diese Szene, wo sie, ich glaube, gegen Bucky gekämpft hatten. Dann waren sie auch wieder auf ihrem Schiff. Ja. Und Ruffy hat ja diese ganzen Fusseln oder diese Strohstücke aus dem Hut genommen, die ja. So rausgeflogen sind. Und die meinten ja irgendwie dann, ich glaube, einer von denen soll mit ihm reden. Ja. So, ob es ihm gut geht und alles mögliche. Und dann haben sie entschieden, okay, Zorro redet mit ihm. Er geht so hin, so, ja, wie geht's? Also, ja, ganz gut. Okay, good talk. Und geht dann wieder. Ich denke so, hä? Bruder, zeig mal mehr Emotionen so. Ja, ich finde, der wirkt halt an manchen Stellen ein bisschen... Ich habe den Zorro, den man ja vor dem Timeskip kennt, oder allgemein von Anfang an... Also nach dem Timeskip wurde er wirklich emotionsloser. Ja, aber er hatte trotzdem, also, er hat trotzdem ein paar Momente, wo er lacht, aber ja, irgendwo... Ja. Am besten immer noch bei Pika, ne? Ruffy und Zorro lachen sich zusammen kaputt. Ich schwöre bei der Zorro. Das ist sehr gut. Ich muss sagen... Ich finde es traurig, dass sie ihn jetzt so dark dargestellt haben, weil eigentlich ist er nicht so ernst. Ja, der ist mir da manchmal zu ernst. Auch Usopp wirkt an manchen Stellen fast schon zu lächerlich. So auch, können wir jetzt mal hier fliehen und hau dann so immer so die dummen Sprüche so raus. Er hat mir an manchen Stellen auch ein bisschen zu wenig Charakter, leider. Ja. Ja, und dann Nami haben wir schon gesagt. Wen haben wir denn noch? Sanji passt ziemlich gut. Ja. Sanji ist trotzdem irgendwie noch dieser... Er ist ja aus dem Anime oder aus dem Manga, wie wir ihn kennen, so eigentlich dieser Pervert-Typ, der immer so direkt Nasen bekommt. Hier ist er eher so der flirtige Typ im Live-Action. Aber hat er trotzdem dieses pure Ernste. Ja. Ja, also er ist nicht konstant dieses Nasenbluten-Ding, er ist wirklich nur ernst. Ja, das mit dem Nasenbluten wird auch nicht passieren. Nee, aber du weißt, wie ich es meine in dem Fall. Also. Also manche Sachen gibt's wirklich bei One Piece, die kannst du nicht in Real Life bringen. Ja, deswegen also. Ja. Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt eigentlich schon relativ viel gesagt. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie beim One Piece Wiki guckt, zumindest mal beim Englischen, da stehen unten richtig haargenau die Unterschiede, was die geändert haben. Brauchen wir jetzt nicht alles durchzugehen, das ist ja zu übertrieben. Ja. Und achso, du müsstest ja eigentlich erstmal gucken. Aber ich hatte zwischendurch gesagt, my dude, dass. Ja, Alter. Oh! Fusion! Alter, ich hatte halt zwischendurch gesagt, als ich noch geguckt hatte, dass es tatsächlich 8 von 10 kriegt von mir. Muss aber wahrscheinlich so ein bisschen runter auf 7,5 oder so gehen, weil mir das Ende dann doch weniger gefallen hat gegen Arlong tatsächlich. So schlimm? Ja, ich muss da, glaube ich, Punkte für abziehen. Weil, naja. Aber alles in allem, wie gesagt, der Fluch ist gebrochen. Es gibt eine gute Anime-Live-Action-Serie. True. Hoffen wir mal, dass es so bleibt und so weiter. Und sie haben es nicht verkackt. Ja, das ist halt wirklich das Wichtige. Es ist halt nicht verkackt haben in der Hinsicht. Ich hoffe, so, es gibt so viele Verkackt-Beispiele. Dragon Ball Evolution. Wir wollen über Avatar, der Herr der Elemente. Wir reden über Dragon Ball Evolution in meiner Gegenwart kein einziges Wort. Noch einmal und verliere den absoluten Verstand und gehe auf einen Rampage. Ich möchte darüber nicht reden. Dragon Ball Evolution ist Trash und müsste eigentlich aus der Existenz der Menschen gelöscht werden. Vielen lieben Dank. Wusstest du eigentlich, dass sie wieder versuchen, eine Avatar der Helden Elemente Serie zu machen? Ja, ich glaube, es ist auch von Netflix direkt. Ja, gucken wir mal, was das wird. Der Trailer allein schon war schon so, jo, wir haben nur diese Elementsymbole, wir zeigen aber noch keine Charaktere, wo ich mir dachte, bitte zeigt uns einfach gar nichts mehr. Ich schwöre bei Gott, das bei One Piece hat auch zum Teil nur so gut funktioniert, weil halt fucking Oda da selber sitzt. Als Executive Producer. Oder saß mit seinem Yakuza-Clan im Hintergrund so: Jungs, ein Fehler und die Jungs bringen euch um. Also eine Sache noch: ein bisschen dran gehalten haben sie sich nicht an diese No-Romance-Regel. Haben sie nämlich bei Kaya und Usopp doch reingebracht. So. Ja, das da halt gibt es so ein kleines Küsschen so am genau, Ende. Aber ich meine, okay. Ja, die treffen sich ja jetzt im Manga gefühlt eh nicht mehr wieder. Elbaf? Also, wie soll die da hinkommen? Teleportation?
Die Usopp-Piraten wurden halt auch rausgecuttet. Oh Lord, aber ich bin mal ganz, ich bin aber ganz ehrlich so, wie willst du die auch unterbringen im Live-Action? So? True. Also das passt halt nicht also, rein. Also wenn auch Django komplett rausgenommen wurde, dann ja, weg mit der Scheiße. Also, ja. Bis dahin, tschüss. Warten wir auf Staffel 2, ne? Denn gucken wir mal, wie Chopper wird. Wenn er scheiße wird, dann... What the fuck, tschüss.